Sie haben Gefangenen kein Wasser gegeben und ohne anwaltlichen Beistand den Richtern vorgeführt. Sie haben 5 Menschen wochenlang in Untersuchungshaft gesteckt. All das ist nur ein Bruchteil des physischen und psychischen Terrors der letzten Monate. Selbst nach dem Tod unseres Freundes Steffen gab es keine Pause. Es hieß, die Räumung wäre gestoppt. Doch noch in derselben Nacht liefen am Todesort Flutlichter und Generatoren und am nächsten Tag wurde weiter geräumt. Polizei und Politik verbreiten Falschinformationen über die Ereignisse, die an Dreistigkeit kaum zu überbieten sind. Das übergriffige Verhalten der Polizei konnten wir auch heute bei der friedlichen Demo beobachten. Vor etwa 10 bis 15 Minuten wurde eine Person aus dem Hambacher Waldblock gerissen. Dadurch, dass sich viele Menschen für die Person einsetzten, kam es zu einem Handgemenge. Wir verurteilen dieses Verhalten der Polizei. Wir sind friedlich und was seid ihr? Und auch letzte Woche kam es erneut zu einem Polizeieinsatz im Hambacher Wald. Barrikaden wurden entfernt, um die Wege für schweres Gerät zugänglich zu machen. Boden weiter verdichtet. Totholz, welches Lebensraum für geschützte Arten bietet, wurde im Wald entnommen. Strukturen wie Küchen, Vorratslager und Wohnräume, die ein widerständiges Leben im Wald erst ermöglichen, wurden zerstört. Die Gedenkstätten für unsere Freunde Steffen und Wacker wurden zerstört. Aktivisten wurden durch den Wald gejagt, lebenssichernde Seile durchschnitten, Menschen gewaltvoll festgenommen. Fadenscheinige Vorwürfe erhoben, um das Wiesencamp zu stürmen, Aktivisten zu bedrohen und stundenlang ohne Versorgung zu kesseln. Und das alles nur, um die Botschaft einzuprügeln, dass ein widerständiges, wildes und freies Leben hier in Deutschland nicht geduldet wird. Eine umfassende, mediale und konkrete Thematisierung des menschenverachtenden Verhaltens seitens der Polizei blieb bisher aus. Bei all dem handelt es sich nicht um Verfehlungen in Einzelfällen, sondern um ein strukturelles Problem der Polizei. Vor allem für nicht weiße Menschen, Geflüchtete, Obdachlose, Aktivistinnen und andere politisch verfolgte Gruppierungen ist dies brutaler Alltag. Die Rechtsprechung ist voreingenommen. Juristische Schritte gegen Polizistinnen sind seltenst erfolgreich und führen gar oft zu Gegenanzeigen. Die alltägliche Brutalität der Polizei ist durch den Einsatz im Hambi um einiges sichtbarer geworden. Und bei vielen ist das Vertrauen in den Staat ins Wanken geraten. Dennoch halten die Bundesländer an ihren Polizeigesetzen fest, verschärfen und vereinheitlichen sie sogar. Diese Verschärfungen sind die drastischen Einschränkungen unserer Grundrechte seit dem Dritten Reich. Unter dem Deckmantel der Terrorbekämpfung dienen sie dazu, Protest zu kriminalisieren. Sei es Protest gegen Umweltzerstörung, soziale Ungleichheit, Abschiebungen, Krieg, Banken oder Großkonzerne. Seid solidarisch, bleibt widerständig, lasst euch nicht einschüchtern, organisiert euch gegen die herrschende Ordnung. Lasst uns unsere Wut gemeinsam auf die Straße tragen, damit Freiheit nicht überwacht wird. Kommt nächsten Samstag zur Demo nach Düsseldorf gegen das neue Polizeigesetz. Und es ist noch lange nicht vorbei. Unser Freund Eule sitzt bereits seit 9 Wochen in Untersuchungshaft. In diesen Tagen stehen einige Prozesse von widerständigen Menschen an. Zum Beispiel 9 Aktivistinnen, die wegen einer Barrikadenräumung im Januar mehrere Monate in U-Haft waren. Unsere Solidarität gegen ihre Repression. Zeigt euch solidarisch, besucht die Prozesse und schreibt Briefe an Eule und die anderen Gefangenen. Informationen dazu findet ihr auf ABC Rheinland-Blog. Umweltschutz ist kein Terrorismus! Umweltschutz ist kein Terrorismus! Umweltschutz!
Ganz genau. Denn mit der Repression wächst auch der Widerstand. Unser Kampf hat eine Aufmerksamkeit erreicht, die auch wir vor ein paar Jahren nicht für möglich gehalten hätten. Menschen überall auf der Welt solidarisieren sich. Sie erkennen, dass der deutsche Staat nicht so viel für Umwelt- und Klimaschutz tut, wie er gern behauptet, sondern stattdessen eine ganze Menge dagegen. Viele Menschen sehen, dass es andere Möglichkeiten gibt, miteinander zu leben. Sie erkennen zunehmend die Notwendigkeit, diesem System Sand ins Getriebe zu streuen, immer wieder zu besetzen, immer wieder zu blockieren, der Obrigkeit auf die Nerven zu gehen. Denn wir können nicht weiter darauf vertrauen, dass die Politik die Probleme des Klimawandels für uns löst. Der Drehtüreffekt zeigt deutlich, wohin PolitikerInnen wechseln, nachdem sie ihr Amt niedergelegt haben. Gerhard Schröder sitzt bei Gazprom. Hannelore Kraft ist Aufsichtsratsmitglied des Steinkohlekonzerns RRG. Herbert Reul wird nach seiner Tätigkeit als Innenminister bei RWE oder einer seiner Tochterfirmen einer gut bezahlten Posten nachgehen. Ach, sorry. Die Verflechtungen von Konzernen, von Regierung und Wirtschaft zeigen deutlich, dass wir ein Demokratieproblem haben. Die Konzerne verzocken unsere Erde für ihren Profit und wir als die Allgemeinheit dürfen die Kosten dafür tragen. Wir können nicht weiter darauf warten, dass die Reuls und Merkels, Seehofers und Oettingers dieser Welt die Probleme lösen, für deren Nichtlösung sie von der Wirtschaft bezahlt werden. Es wird nicht reichen, im Bio-Supermarkt Lebensmittel zu kaufen und ab und zu bei einer Demo mitzugehen. Wir brauchen tiefschürfende Veränderungen in unserer Gesellschaft, getragen von allen Menschen. Darum lasst uns aktiv sein für unsere Zukunft und diese selbst in die Hand nehmen. Die IGBCE hat in den vergangenen Wochen ihr Streikpotenzial unter Beweis gestellt und den Tagebau Hambach für einige Stunden komplett blockiert. Das begrüßen wir ausdrücklich und möchten uns mit den Kumpels solidarisch zeigen. Denn auf ihren Rücken wird der Kohleausstieg ausgetragen werden, da die Politik es schon vor Jahren versäumt hat, die Zeichen der Zeit zu sehen und notwendige Schritte für einen sozialverträglichen Kohleausstieg in die Wege zu leiten. Die Manager von RWE werden sich Abfindungen in Millionenhöhe zustecken und die Leute, die jahrelang hart für ihr Geld gearbeitet haben, schauen in die Röhre. Das vor ein paar Tagen veröffentlichte Angebot von Greenpeace Energy, alle Tagebau im Rheinland aufzukaufen, lässt uns mit der Frage zurück, warum RWE-ManagerInnen jetzt auch noch dafür belohnt werden sollen für ihre Scheiße. Wir fordern RWE-Bonzen enteignen, 300.000 Euro Abfindung für jeden Kumpel. Wir senden zudem solidarische Grüße an die Bewohnerinnen von der Abbaggerung bedrohten Dörfer Kainberg, Kukum, Berverath, Unterwestrich und Oberwestrich, Morschenich und Mahnheim und auch Pödelwitz.
sowie den Menschen im vom Klimawandel noch viel stärker bedrohten globalen Süden, deren Heimat dem Profit und der Ignoranz anderer weichen müssen und auch sollen, nach deren Meinung. Wir zeigen uns solidarisch mit den Menschen von den geräumten Besetzungen in Trebur, bei Frankfurt und in Mannheim. Ebenso solidarisieren wir uns mit Kurt Klaassen, der uns seit Jahren seine Wiese... Ja, der seit Jahren seine Wiese am Hachebacher Wald uns zur Verfügung stellt und von den Institutionen NRWs terrorisiert wird. In diesen Wochen soll er die Wiese räumen, die ein essentieller Teil der Bewegung ist. Wenn er dies nicht tut, drohen ihm Strafgelder in Höhe von 20.000 bis 25.000 Euro. Die letzten Wochen haben gezeigt, was wir erreichen können, wenn wir viele Menschen sind. Wie stark wir als Bewegung sein können und wie viel wir mit Solidarität erreichen können. Doch es geht nicht nur um den Hambi. Auf ganzer Welt gibt es unterschiedliche politische Struggles, unterschiedliche Menschen, die sich dem Ganzen in den Weg stellen. Zum Beispiel in Rojava, in dem mexikanischen Zapatista, die Extinction Rebellion in England oder bei der Cicerón-Mine in Kolumbien, wo zum Beispiel auch RWE sich Kohle von bezieht und wo tagtäglich Aktivisti, deren Leben bedroht werden und teilweise auch in Kauf genommen werden. Es ist wichtig, dass wir uns klar machen, dass auf ganzer Welt Menschen und Lebewesen durch kapitalistisches Handeln bekämpft, unterdrückt und getötet werden. Unsere Kämpfe sind nicht voneinander zu trennen. One struggle, one fight. AZ Köln bleibt und Hambi bleibt. In closing and in continuation of the struggle that has been going for 6 months, just want to make a statement that as we watch occupation after occupation, Oaktown, Beachtown, Lorien, Cozy Town being destroyed before our eyes, we managed to hang on in the trees. We managed to rally more people from around the world, making this into a struggle of not just tens of hundreds of thousands, but of millions of people. And our global survival depends on it. This is about not wanting escalation. We in Hambi Forest do not want an escalation of climate chaos, of repression, of profiteering. We're totally against it, and we'll do everything we can to resist that. And historically, I just want to point out that every struggle that succeeded, the struggle of civil disobedience, of civil rights in India, was a unity of radical struggles and centrist and civil disobedience struggle. Whether this planet is a planet on which we can live depends on whether we can maintain the coalition that we have had of Hambi, of Bund, of Bure for Bure. And when everything is done to divide us, let's hold on, let's fight together and continue this struggle. Woo! Wir kommen jetzt zum Ende und wir sagen danke an alle, die noch hier sind, danke an alle, die